Claudia Schiffer kommt vom Einkaufen nach Hause. Wie jede andere Hausfrau war sie auf dem Wochenmarkt Besorgungen machen. Ich habe einfach mal eingekauft, was man als Hausfrau so täglich braucht. Das hier ist eine Anti-Aging-Creme für die Spüle. Das hält den Edelstahl schön glatt und glänzend. Und das hier ist ein Orangenpeeling fürs Ceranfeld. Damit bekommt man alle Unreinheiten weg. Fühlen Sie mal, wie glatt. Und das hier, weiß ich jetzt auch nicht, wahrscheinlich ein Strauß Blumen. Natürlich gehört es auch zu den Aufgaben meiner Hausfrau, das Klo zu putzen. Und auch dafür ist sich das Supermodel nicht zu schade. Nee, überhaupt nicht. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Und wie jede andere Hausfrau wäre es mir natürlich wahnsinnig peinlich, wenn Gäste kommen und die Toilette ist nicht sauber. So, fertig. Nur das Wischen bereitete Claudia Schiffer erst Probleme. Doch inzwischen hat das Ex-Model auch hierfür eine praktische Technik entwickelt. Wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, ist es gar nicht so anstrengend. Claudia Schiffer, ein Ex-Model als Hausfrau. Es geht also doch. Es geht also doch. Claudia Schiffer ist gerne Hausfrau. Ja. Jan Ulrich hat heute bei der Tour de France eine riesen Aufholjagd gestartet. Aha. Und ein Speichentest bei dem hat ergeben, dass das Fahrrad höchstwahrscheinlich gedopt war. Wie soll man da reagieren? Wenn es feststeht, rausschmeißen. Den Jan oder das Fahrrad? Beide. Also dopen finde ich grundsätzlich nicht gut, weil ist ja genauso, als würde man zum Beispiel auf dem PC im Gottmodus spielen. Können Sie mir noch eine Sportart sagen, wo es sauber geht, zugeht? Vermutlich überall. Doppelkopf, sofern man das nicht mit siamesischen Zwillingen spielt. Jetzt haben Zeitlupenaufnahmen bei dem Jan Ulrich gezeigt, dass der immer wieder in regelmäßigen Abständen seine Pedalen tritt, einfach nur um voranzukommen. Ist das schon ein Akt der Verzweiflung oder ist das einfach nur Radquälerei? Ich finde, dass das Radquälerei ist. Also. Lance Armstrong gilt ja als Indianer unter den Radfahrern, weil der sich ja ein freilebendes Rad selber eingefangen hat und das auch als einziger ohne Sattel reiten kann. Hm. Ist das für einen Arsch? Ja. Inwiefern? Ich würde mir einfach irgendwie einen selber kaufen. Gerade zur Ferienzeit werden ja ganz oft Fahrräder einfach am Wegesrand festgebunden, weil die Besitzer lieber mit dem Auto in Urlaub fahren. Wie würden Sie denn reagieren, wenn Sie so ein ausgesetztes Fahrrad finden würden? Wenn es nicht abgeschlossen wäre und keiner in der Nähe wäre, also und das schon ein bisschen älter ist, dann würde ich es vielleicht mitnehmen. Aber ich weiß es nicht genau. Würden Sie das dann selber hochpäppeln oder lieber in ein Heim bringen? Lieber in ein Heim bringen. Ja. Welchem Land findet die Tour de France statt? Und aus welchem Land kommt der amerikanische Titelfavorit? So, das wäre jetzt. Du hast jetzt die Möglichkeit, ohne Gottmodus die Frage zu beantworten. Soll ich sie beantworten oder soll ich dir sagen, was ich glaube, was er gesagt hat? Was glaubst du, was er gesagt hat? Ich glaube, Frankreich wird er gewusst haben wegen Tour de France. Mhm. Und Lance Armstrong hat er wahrscheinlich gesagt, das war doch der vom Mond, der als erster auf dem Mond war. Wir lassen den Gottmodus mal weiterlaufen und gucken mal, was er gesagt hat. Aus Portugal. Wird das für sprechen, ne? Ja. In Portugal findet aber die Tour de France statt. Ja. Und der amerikanische Titelfavorit, wo kommt der her? Österreich. Wahrscheinlich, ne? Gut. Österreich. Danke dir. Hast du oft Erdkunde blau gemacht? Erdkunde manchmal. Gut. Lohnt sich, würde ich weitermachen.